Ja, kreuzt sich eine Strecke, wo soll ich lang? Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die ich beim Laufen und Radfahren brauche. Heute geht es um die Komoot-Routenplanung in Verbindung mit den Corus-Uhren. In meinem Fall mit der Corus Vertix 2. Als erstes zeige ich euch hier jetzt mal die Strecke, die ich heute geplant habe. Ein 10-Kilometer-Lauf. Ja, wer Komoot noch nicht kennt, ein super Tool, um Strecken zu planen. Am besten ist es tatsächlich am Computer. Am iPad geht es auch sehr gut im Browser, wenn man ein Touchpad, eine Maus oder ähnliches benutzt. Wenn man nur per Touch, zum Beispiel auf dem iPad oder auf dem iPhone Strecken plant, ist es ein bisschen komplizierter, weil man die Punkte nur per Touch setzen kann. In meinem Fall Strecke planen am Computer. Dann gehe ich in die Corus-App und übertrage das Ganze auf die Vertix 2. Ich habe die Strecke hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ihr seht jetzt hier die normale Kartenansicht. Die reicht in den meisten Fällen auch aus, insbesondere wenn man eine Radfahrt plant. Beim Laufen ist es aber so, dass ich da schon sehr, sehr nah reinzoome, weil wir ja natürlich hier über Fußwege reden. Hier zum Beispiel am Strand entlang sehen wir zwei Parallelwege. Und da macht es durchaus mal Sinn, auch die Satellitenkarte einzublenden. Und dann sieht man auch, okay, hier ist einmal der Steg, den man langlaufen kann, also ein echter befestigter Weg. Und weiter unten laufe ich direkt im Sand. Das macht natürlich am meisten Spaß, aber wenn ich das jetzt 10 Kilometer mache, kann ich danach meine Füße wegschmeißen. Ja, und dann klicke ich mich ja auch nochmal durch, weil hier geht es nachher in die Felsenlandschaft. Da vielleicht auch nochmal per Satellit gucken, komme ich da auch wirklich lang. Es kann natürlich trotzdem Überraschungen geben, gerade bei diesen Trails und im Trailrunning kann es auch mal sein, dass ein Pfad verschwunden ist oder ein neuer dazugekommen ist. Ich verlasse mich jetzt hier mal auf die Karte, das werden wir gleich sehen, wenn ich loslaufe, ob das alles auch so funktioniert. Hier laufe ich dann nochmal in die andere Richtung. Ja, was macht man jetzt, wenn man bei Null anfängt? Nur ganz kurz, ja, ich klicke hier einfach rein, setze hier einen neuen Punkt. Dann macht es immer Sinn, vielleicht hier zu gucken, wo so ein paar Wanderhighlights sind, auch nochmal zur Tour hinzufügen. Man sieht dann schon, dass Komoot hier automatisch eine Strecke berechnet. Setze vielleicht noch einen Punkt hier oben hin. Ja, und in dem Fall sieht man schon, okay, um diesen Punkt, das ist kein Rundkurs mehr, das gefällt mir so nicht. Dann ist eigentlich der wichtigste Tipp, ja, hier drauf zu klicken, den Punkt zu verschieben. Setzen wir den hier auch auf den nächsten Wanderhighlight-Punkt. Zack, und schon habe ich hier so einen kleinen Rundkurs. So habe ich meine gesamte Strecke geplant. Nur, dass ihr es schon mal gesehen habt, das ist natürlich sehr gut. Hier seht ihr jetzt meine geplanten Routen, PT Trails and Dunes. Ja, die PT Trails and Dunes, die Strecke möchte ich jetzt auf meine Uhr bekommen. Um die Strecke jetzt von Komoot auf meine Uhr zu bekommen, brauche ich die Corus App. Gehe dort in die Einstellungen und dann bei Third-Party Apps kann ich einfach Komoot verbinden. Ja, und nach der Verbindung mit dem Komoot-Account seht ihr alle Strecken hier unter Routen. Einfach noch mal herunterswipen, um zu aktualisieren, damit sie auch draufgeladen wird. Ja, der Vollständigkeit halber, ihr könnt natürlich auch einfach GPX-Dateien auf die Uhr laden. Das zeige ich euch jetzt auch mal. In dem Fall nehme ich sie hier, die GPX-Datei aus der Komoot-App raus, GPX-Datei exportieren. Das funktioniert natürlich auch aus dem E-Mail-Programm als GPX-Anhang und so weiter. Ja, dann könnt ihr hier unten auf Mehr gehen und die Datei in der Corus-App öffnen und dort auch speichern. Hier kam jetzt eine kleine Fehlermeldung, weil die Strecke natürlich schon in der App war, weil sie mit Komoot synchronisiert wurde. Hier seht ihr jetzt die Strecke, PT Trails and Dunes. Wählen Sie Ihr Gerät aus, in meinem Fall die Vertix 2. Da übertrage ich die Route jetzt direkt auf die Uhr. Das wurde mir eben auch auf der Uhr bestätigt. Ihr könnt auch den Weg gehen, einfach hier über meine Routen, hinzufügen einer Route. Da ist die jetzt ausgegraut, weil sie schon auf der Uhr ist, könntet ihr auch den Weg gehen, dass er von hier auf die Uhr übertragt. Ich werde jetzt loslaufen, zeige euch direkt auf meiner Uhr, wie die Navigation funktioniert, wie ich sie starte, wie ich den Lauf starte und so weiter. Ja, auf geht's in die schöne Dünenlandschaft. Ich zeige euch als erstes mal meine Karteneinstellung. Der schnellste Weg ist, indem man einfach unten rechts die Taste lange drückt. Hier die Karteneinstellung. Bei der Kartenrichtung nehme ich Norden nach oben. Ja, warum die Karte Nord weisen? Normalerweise kennt ihr das vom Fahrradcomputer oder auch im Auto. Normalerweise dreht sich die Karte immer mit in Fahrtrichtung. Das ist auch immer beim Radfahren und beim Autofahren auch immer das, was man haben will, weil man ja sehr schnell unterwegs ist und sich nicht viel Mühe geben kann, da vielleicht noch drüber nachzudenken, ja, wo ist jetzt Norden, wo ist Süden, wo bin ich gerade. Beim Laufen ist es genau umgekehrt. Da bin ich sehr, sehr langsam unterwegs
Und die Karte würde sich aber trotzdem drehen, je nachdem, ja, in welchen Winkel ich meine Uhr auch drehe. Das wiederum ist ein bisschen, ja, anstrengend und nervig, sich dann zurechtzufinden, wo man langläuft. Deswegen habe ich jetzt nordweisend genommen, weil ich langsam unterwegs bin, weil ich die Karte immer im Blick habe und mich dann auch viel besser orientieren kann, muss ich jetzt links, rechts, nach oben, nach Norden, nach Süden und so weiter. Muss jeder selber wissen, aber für mich, gerade beim Laufen, ist nordweisend die bessere Wahl. Wenn wir uns den Kartentyp angucken, gibt es drei Optionen. Standardkarte, typografische Karte und Hybridkarte. Hier hat sich für mich die Standardkarte bewährt. Ja, weil die typografische Karte, die gibt noch Höhenlinien. Das wird mir ein bisschen unübersichtlich. Also bis jetzt war es immer so, Standardkarte am besten. Vielleicht, wenn man so in den Alpen unterwegs ist, kann man überlegen, ob man dann nicht vielleicht auch die Hybridkarte benutzt. Also Standard plus Höhenlinien und ja, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, könnt ihr einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Um den Lauf zu starten, drücke ich hier einmal auf Laufen, warte, bis alle Sensoren gefunden sind. GPS ist da und der Pulsmesser ist auch gefunden, den Stride-Sensor, den habe ich jetzt hier im Urlaub gar nicht mit. Und dann starte ich als erstes den Lauf. Der Lauf ist jetzt automatisch pausiert. Ich drücke jetzt unten rechts die Taste wieder sehr lange. Das ist da, wo wir eben auch die Karteneinstellung hatten, die ich übrigens auch während des Laufes über diesen Weg ändern kann. Suche jetzt den Menüpunkt Navigation. Route wählen. Ja, und da seht ihr schon die synchronisierte Strecke. Jetzt die Route starten. Ich kann mir auch noch mal die Höhendetails ansehen. Das ist eine ganz schöne Ansicht. Ihr seht hier maximal 35 Meter hoch. Kann hier auch einstellen, was bei der Routenabweichung passieren soll. Das kann man an- und ausschalten. Wenn es an ist, kriegt man halt einfach eine Warnung, wenn man falsch läuft. Ich lasse das immer an. Ja, und jetzt drücke ich hier einfach auf Route starten. Ja, und ihr seht jetzt hier eine Routenabweichung von 141 Metern. Ja, einfach weil ich noch nicht am Anfang der Strecke bin. Ja, und was natürlich bei der Chorus ganz schön ist mit dem Touchscreen, ich kann jetzt natürlich die Strecke auf der Uhr auch vergrößern, verkleinern. Ja, zum Zoomen einfach die Krone drücken und drehen, um rein und raus zu zoomen. Dann seht ihr jetzt auch schon, wo ich mich befinde und wo sich die Strecke befindet. Also da muss ich dann einfach zur Strecke jetzt noch hinmarschieren. Ja, und ich kann jetzt auch mit dem Touchscreen einfach mich in der Strecke bewegen. Der Aufbau der Karte, der dauert immer ein bisschen. Und jetzt seht ihr zum Beispiel hier den letzten Teil der Strecke, wo ich nachher langlaufen werde. Und um wieder zurück zum Standort zu kommen, einfach die Krone drücken. Ja, und hier seht ihr wieder die Ansicht von eben. Ich navigiere jetzt mal schnell zum Start der Strecke. Hier habt ihr auch den Signalton gehört. Mit der Routenabweichung vibriert auch am Arm, also das bekommt man auf jeden Fall mit. Ihr seht jetzt auch hier, dass die Routenabweichung weniger wird. Und hier sieht man auch schon sehr schön, wie ich mich der Strecke nähere. Und hier sieht man jetzt auch, dass ich den Startpunkt erreicht habe. Direkt hier am Gatter, wo es rausgeht. Ich zeige euch hier jetzt nochmal die Datenseiten, die ich zur Verfügung habe. Einmal die Kartenseite, wie ihr sie eben schon gesehen habt. Hier nochmal das Höhenprofil mit den verbleibenden Höhenmetern. Ja, und hier natürlich die normale Laufdatenseite. Ich komme dann wieder auf die Karte, weil ich nur eine Datenseite fürs Laufen programmiert habe. Ja, und eine viel schönere Kulisse zum Starten des Laufs kann man sich auch kaum vorstellen. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt werde ich mal loslaufen. Ihr seht jetzt, wie ich auf dem Track langlaufe. Ihr seht auch die Pfeile. In welche Richtung ich laufen muss, ist auch sehr gut. Der blaue Pfeil ist mein Standpunkt und das ist tatsächlich etwas, was bei Laufuhren immer ein Problem ist. Der dreht sich halt auch mal. Ne? Ich nehme jetzt mal den Arm runter und wieder hoch. Ja, jetzt zeigt er noch immer in die richtige Richtung. Es kann aber auch mal sein, dass er in die falsche Richtung zeigt. Und deswegen lasse ich die Karte immer nordweisend, damit sie sich in dem Augenblick nicht dreht und ich einfach den Weg besser finden kann. Hier kann man das mal als Beispiel sehen. Der Pfeil zeigt woanders hin als die Karte. Hier muss ich aber rechts ab. Das ist immer dann, wenn man den Arm zum Beispiel seitlich unten hält, dann ist die Pfeildarstellung ein bisschen anders. Jetzt ist sie wieder richtig in die Laufrichtung. Wir kommen jetzt hier auch gleich an den Abzweig, da wo sich Hin- und Rückweg kreuzen. Und hier sieht man auch schön mit den Pfeilen, dass ich rechts abbiegen muss. Da geht dann der Hinweg lang. Also hier seht ihr den Abzweig. Von da komme ich nachher. Jetzt muss ich hier runter.
Schöner Ausblick von hier oben. Jetzt geht es hier richtig trailig weiter. Schön vorsichtig sein. Ja, und die Wege werden alle einwandfrei hier angezeigt, wo ich lang muss. Ich habe jetzt die Zoomstufe ein bisschen höher gemacht, weil das hier doch sehr enge Trails sind. Tatsächlich auch kein Problem, mit der Krone mal eben schnell die Zoomstufe zu verändern. Das geht sehr, sehr einfach. Während man ja bei knopfbedienten Uhren da immer ein Problem hat, dass man noch gucken muss, kann man das hier mehr oder weniger blind machen. Jetzt muss ich hier runterklettern und da hinten wieder hoch. Was auch immer ganz interessant ist, ich zeige euch mal, wie viele Satelliten angezeigt werden, weil ich ja 5 Systeme hier, All Systems On, habe. Auch hier lange drücken. Ja, und hier seht ihr, wie viele Satelliten hier sichtbar sind. Das ist schon beeindruckend. 29 sichtbar, davon 26 mit guter Sichtbarkeit. So, weiter geht's. In Schwitzen komme ich jetzt auch langsam. Die Route immer noch zuverlässig hier, alles perfekt. So, nichts für Leute mit Höhenangst. Immer noch die Strecke super erkennbar, wo ich lang muss. Ja, jetzt sieht man mal, jetzt muss ich hier von der Strecke ein bisschen abweichen, weil hier die Felsen natürlich immer beweglich sind und direkter Weg war nicht rüber. Weiß nicht, ob die mal abgebrochen sind da unten, aber ich kann mich trotzdem ganz gut orientieren. Lauf jetzt hier wieder Richtung Meer, dann bin ich back on track. Ja, hier sieht man die Strecke, die ich eben nicht gesehen habe. Man hätte hier runter und wieder hochgekonnt. Und ich bin jetzt hier außen rumgelaufen. Also hätte man doch laufen können, habe ich so aber nicht gesehen. Naja, hat hier die Routenplanung recht und ich unrecht. Jetzt hier noch ein kleiner Bogen um diesen Aussichtspunkt herum. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder auf den Rückweg. So, jetzt kommen wir gleich an den Punkt, wo vorhin der Abzweig war. Das heißt, unser kleiner Rundkurs ist jetzt hier gleich zu Ende. Hier seht ihr das auch nochmal auf der Karte. Gleich geht es wieder links runter. Man sieht auch hier wieder die Pfeile sehr schön. Und ja, da ist der Punkt, wo ich vorhin euch das gezeigt habe. Und dann sind wir jetzt hier wieder auf dem Rückweg. Gerade diese Abzweige, dann, wenn sich Strecken kreuzen, sind natürlich besonders wichtig, dass man die auch gut erkennt. Also wenn ich jetzt eine 8 laufe oder irgendeinen Trailrun mitmache, wo sich die Strecken kreuzen, durch die Pfeile ist das sehr gut erkennbar, dass ich weiß, wo ich jetzt lang muss. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Navigation, auch beim Fahrrad. Kreuzt sich eine Strecke, wo soll ich lang? Das ist eine ganz, ganz wichtige Information, die ich beim Laufen und Radfahren brauche. So, zurück auf dem Steg. Auf der Uhr kennt man den blauen Strich und die Pfeile, wo ich langlaufen muss. Der blaue Strich bedeutet, ja, ist eine Strecke, die ich schon gelaufen bin. So, jetzt bin ich hier am Endpunkt angekommen. Ich hoffe, das kann man erkennen. Jetzt wird die Strecke wieder lila. Ihr seht die Pfeile. Ich muss geradeaus weiterlaufen. Hier wieder der nächste Abzweig mit den Pfeilen. Nicht zu übersehen, dass ich links abbiegen muss. Thank you.
biege jetzt wieder ab auf den Rückweg. Noch ungefähr einen Kilometer, dann bin ich wieder am Ziel. Hier sieht man jetzt auch schon die Zielflagge. Und Startpunkt und Zielpunkt ist erreicht. Ja, um den Lauf jetzt zu enden, muss ich nicht auf die Krone drücken, weil dann würde ich ja in das Zoom kommen. Ich muss erstmal zur Laufdatenseite rüber scrollen. Hier seht ihr die Datenfelder. Hier kann ich jetzt auf Beenden drücken, 3 Sekunden halten und die Tour ist gespeichert. Und hier seht ihr einen ganz schönen Überblick. Wirklich viele, viele Daten, die man sich angucken kann. Ja, ansonsten habt ihr jetzt alles gesehen, wie das Ganze funktioniert und ein paar schöne Eindrücke hier ganz nebenbei noch aus Portugal bekommen. Ja, die Vorteile bei der Vertix 2 natürlich das große Display, die Bedienung mit der Krone, das Rein- und Rauszoomen, ja, die einfache Anbindung per Komoot oder eben halt auch einfach ein GPX-Datei draufladen zu können. Ja, einziger Nachteil bei der großen Uhr, ja, die könnte dem einen oder anderen zu groß sein. Dann vielleicht zur normalen Vertix greifen, die hat ein etwas kleineres Display oder die Apex Pro, hat aber auch dieses Kartenmaterial. Also das wäre eine schöne Alternative. Ansonsten einfach das Rein- und Rauszoomen mit Touchscreen ist sehr, sehr einfach bedienbar. Es ist super ablesbar während des Laufes, ja, zuverlässig in der Navigation. Also selbst hier in diesem Trailgebiet, was ja wirklich unübersichtlich ist, hat das super funktioniert. Also hoffe, das hat soweit weitergeholfen. Ich ziehe mich jetzt mal schnell um oder aus und dann springe ich noch mal ins kalte Meer. Ich glaube 16, 17 Grad hat das nur. Aber zum Abkühlen sicherlich cool. So, richtig coole Erfrischung hier. Bring ich mal die Kamera raus und dann wird hier ein bisschen in den Wellen getobt. Bis bald. Guten Morgen hier aus. Heute geht es um die. Ja, heute plane ich. Heute geht es um Routen. Um eine Strecke. Hier dann nochmal in die andere Richtung. Ja. Ah, das kann natürlich sein.